Heute ist Sonntag, der 21. Januar 2018. Heute, vor 3 Jahren, hörte das Herz meiner geliebten Frau Tanja viel zu früh aufzuschlagen. Seit diesem Tag ist nichts mehr, wie es vorher war. Überwunden habe ich ihren Tod noch lange nicht. Vergessen werde ich sie sowieso niemals. Aber ich bemühe mich, soweit dies möglich ist, an glückliche Stunden zurückzudenken und mich daran zu freuen, was wir gemeinsam hatten. Meine Frau liebte zum Beispiel Tiere, insbesondere Hunde und Katzen. Ebenso hatte sie ein Faible für Walt Disney. Und auch für Märchen konnte sie sich begeistern. Speziell, als sie im Krankenhaus lag, forderte sie mich immer wieder auf, ihr ein Märchen vorzulesen. Deshalb schenkte ich ihr zu Weihnachten, knapp einen Monat vor ihrem Tod, dieses Buch hier, das große Buch der 10-Minuten-Geschichten. Und aus diesem Buch habe ich ihr immer wieder vorgelesen. Ihre Lieblingsgeschichte habe ich ihr kurz vor ihrem Tod, als sie bereits künstlich beatmet wurde, auch nochmal vorgelesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihre Umgebung da noch mitbekommen hat und somit auch mitbekommen hat, dass ich ihr diese Geschichte nochmals vorgelesen habe. Ich habe dieses Buch seit 3 Jahren nicht in der Hand gehabt, möchte euch jetzt aber auch genau diese Geschichte vorlesen. Sie heißt Die weiße Katze, geschrieben von Edith Nesbit. Die weiße Katze lebte hinter einem Regal, in der dunkelsten Ecke des Dachbodens, wo nur selten Licht hinfiel. Sie lebte dort schon viele Jahre, da eines ihrer Porzellanohren abgebrochen war und sie nicht mehr als Schmuck für das Gästezimmer taugte. Als Tavi sie am späten Nachmittag entdeckte, hatte er schon einiges angestellt und dabei viel Spaß gehabt. Seine Mutter hatte ihn allein gelassen und außer ihm waren nur die Hausangestellten da. Er hatte versprochen, sich gut zu benehmen und sich das auch ganz fest vorgenommen. Aber er hatte es nicht geschafft. Er war schon in den Ententeich spaziert und tropfnass wieder herausgekommen. Er war auf den Heuboden geklettert und heruntergefallen, hatte sich aber nicht den Hals gebrochen, obwohl er das in den Augen der Köchin verdient hätte. Er hatte eine tote Maus aus der Falle geholt und in die Teekanne gesteckt, sodass die Köchin schreiend aus der Küche gelaufen war. Tavi hatte sich sofort entschuldigt und ihr erklärt, dass er sie nur hatte aufmuntern wollen. Das Durcheinander mit der Maus
hatte er dazu genutzt, den Kuchen aufzuessen, der für den Nachmittagstee gedacht war. Auch dafür hatte er sich wortreich entschuldigt. Dann hatte er mit einem Stein eine Scheibe im Gewächshaus eingeworfen, die Sache aber nicht weiter erwähnt. Als letztes hatte er den Dachboden, den er nicht allein betreten durfte, erkundet und die weiße Katze vom Regal gestoßen. Der Lärm hatte die Bediensteten aufgeschreckt. Nun war auch das andere Ohr der Katze abgebrochen. Tavi wurde ins Bett geschickt. Doch als die Bediensteten hinuntergegangen waren, schlich er sich auf den Dachboden, holte die Katze und wusch sie im Badezimmer ab. Als seine Mutter aus London zurückkehrte, tanzte er in seinem nassen Schlafanzug oben auf dem Treppenabsatz herum, warf sich in ihre Arme und rief: »Ich habe ganz viel angestellt und es tut mir furchtbar leid. Und darf ich die weiße Katze nun nur für mich allein haben?« Seine Mutter war so müde, dass sie nicht einmal wissen wollte, was er angestellt hatte. Sie gab ihm nur einen Kuss und sagte: »Geh jetzt ins Bett. Gute Nacht.« Tavi sagte nichts mehr über die Porzellankatze und ging wieder ins Bett. Aber er nahm die Katze mit, sprach mit ihr und küsste sie. Und mit ihrer glatten, glänzenden Schulter an seiner Wange schlief er ein. In den nächsten Tagen benahm er sich besonders gut und es fiel ihm gar nicht schwer. Vielleicht lag es daran, dass seine Mutter so erschöpft und krank zu sein schien und dass sie geweint hatte, nachdem sie einige Herren in schwarzen Anzügen und mit hohen Hüten empfangen hatte. Oder lag es daran, dass er jetzt die Porzellankatze hatte? Was auch immer der Grund gewesen war, am Ende der Woche sagte seine Mutter: »Tavi, du warst wirklich ein guter Junge. Es muss dir sehr schwer gefallen sein, dich so gut zu benehmen.« Es kostete ihn Überwindung zu sagen: »Nein, es ist mir ganz und gar nicht schwer gefallen.« Aber Tavi sagte genau das und wurde mit einer Umarmung belohnt. »Du hast dir die Porzellankatze gewünscht«, sagte die Mutter. »Nun kannst du sie haben.« »Für mich ganz allein?« »Nur für dich ganz allein. Aber du musst sie sehr vorsichtig behandeln, damit sie nicht zerbricht. Und du darfst sie nicht weggeben. Sie gehört zu diesem Haus. Ich musste Tante Jane versprechen, dass sie in der Familie bleibt. Sie ist sehr, sehr alt. Du darfst sie auf keinen Fall mit nach draußen nehmen.« »Ich liebe die weiße Katze, Mutter«, sagte Tavi. »Ich mag sie viel lieber als mein ganzes Spielzeug.« Die Mutter sprach mit Tavi über allerlei Dinge und abends im Bett erzählte er alles der Katze. Sie war etwa 15 cm groß und sah sehr intelligent aus. »Siehst du«, endete er, »die bösen Rechtsanwälte haben meiner Mutter fast ihr ganzes Geld weggenommen. Wir müssen unser schönes großes Haus aufgeben und in ein schreckliches, viel kleineres ziehen. Sie ist ganz traurig deswegen.« »Das wundert mich nicht«, sagte die Katze deutlich. »Was?« fragte Tavi, der gerade dabei war, in seinen Schlafanzug zu schlüpfen. »Ich sagte, es wundert mich nicht, Octavius«, erklärte die Porzellankatze, stand auf, streckte ihre Beine und bewegte ihren weißen Porzellanschwanz hin und her. »Du kannst sprechen?« »Kannst du das nicht sehen? Hören, meine ich«, sagte die Katze. »Ich gehöre jetzt dir
und kann deshalb mit dir sprechen. Vorher wäre es ungehörig gewesen. Tavi setzte sich mit offenem Mund und halb übergezogenem Schlafhemd auf die Bettkante. »Du guckst ziemlich dumm«, meinte die Katze und spazierte auf den hohen, hölzernen Kaminsims herum. »Man könnte denken, du willst nicht, dass ich spreche.« »Doch, das will ich gern«, sagte Tavi, der sich langsam von seinem Schreck erholte. »Nun denn, darf ich dich anfassen?« fragte Tavi schüchtern. »Natürlich, schließlich gehöre ich dir ja. Pass auf«, sagte sie und sprang. Tavi fing sie auf. Es war merkwürdig, diese Katze zu streicheln. Einerseits war sie hart und kühl und fühlte sich glatt an. Andererseits war sie beweglich wie ein lebendiges Wesen. »Meine kleine Mieze«, sagte Tavi, »ich hab dich lieb.« »Ich dich auch«, schnurrte die Katze. »Sonst hätte ich mich niemals dazu herabgelassen, mit dir zu reden.« »Ich wünschte, du wärst eine richtige Katze.« »Das bin ich«, sagte die Katze. »Und jetzt wollen wir uns amüsieren. Ich vermute, du hast nicht viel übrig für Sport. Für die Mäusejagd, meine ich.« »Ich habe es nie probiert, aber eher nicht«, sagte Tavi. »Nun gut, Octavius«, sagte die Katze. »Ich nehme dich jetzt mit zum Schloss der weißen Katze. Leg dich hin und mach die Augen zu. Wir gehen auf eine Reise.« Tavi tat, was ihm die Katze gesagt hatte. Er schloss die Augen, hatte aber Mühe, sie geschlossen zu halten. Er öffnete sie ein winziges Stück und staunte, denn er war nicht mehr in seinem Bett. Er lag auf einem weichen Sofa, und das Sofa stand in einem prächtigen Zimmer, mit Wänden aus Gold und Elfenbein. Neben ihm saß die weiße Katze, aber sie war nicht mehr aus Porzellan, sondern aus Fleisch und Blut. »Schon sind wir da«, sagte sie. »Die Reise hat nicht lange gedauert. Jetzt gibt es erst ein herrliches Abendessen, wie im Märchen, mit unsichtbaren Dienern.« Sie klatschte in die Tatzen, die jetzt weich wie weißer Samt waren, und eine Tischdecke schwebte herein. Unsichtbare Hände deckten den Tisch mit Messern und Gabeln und Löffeln und Gläsern und servierten Tavis Lieblingsspeisen. Nach dem köstlichen Essen gab es Musik und Gesang. Und nachdem er eine pelzige weiße Stirn geküsst hatte, legte sich Tavi in ein goldenes Himmelbett mit einer Decke aus Schmetterlingsflügeln. Als er erwachte, war er wieder zu Hause. Auf dem Kaminsims saß die weiße Katze und blickte ihn an, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Sie hatte kein Fell mehr und auch keine Stimme. Sie war still und aus Porzellan. Tavi sprach sie an, aber sie sagte den ganzen Tag über kein Wort. Erst am Abend, als er zu Bett gehen wollte, miaute sie plötzlich und sagte: »Beeil dich! In meinem Schloss gibt es heute eine Theateraufführung.« Tavi beeilte sich und wurde mit einem weiteren herrlichen Abend im Schloss der weißen Katze belohnt. So verging Woche um Woche. Die Tage waren erfüllt mit den Freuden und Sorgen eines ganz gewöhnlichen Jungen. Die Nächte verbrachte er wie ein Prinz auf dem verzauberten Schloss der weißen Katze. Eines Tages hatte die Mutter ein ernstes Gespräch mit Tavi. Und er erzählte alles der weißen Katze.
Ich wusste, dass es so kommen würde, sagte sie. Es kommt immer so. Ihr müsst also nächste Woche ausziehen. Nun, es gibt nur einen Ausweg. Zieh dein Schwert, Tavi, und schlage mich in zwei. Und dann verwandelst du dich in eine Prinzessin und ich muss dich heiraten, fragte er entsetzt. Nein, keine Sorge, beruhigte ihn die Katze. Ich kann mich nicht in etwas anderes verwandeln. Aber du und deine Mutter werdet glückliche Menschen sein. Nur, ich bin dann nicht mehr da. Für dich jedenfalls. Dann tue ich es nicht, sagte Tavi. Du musst. Zieh das Schwert wie ein mutiger Prinz. Das Schwert hing über dem Bett, neben dem Helm und dem Brustpanzer. Er hatte es von Onkel James im letzten Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich bin aber kein mutiger Prinz, sagte das Kind. Ich bin Tavi und ich hab dich lieb. Du liebst deine Mutter mehr, sagte die Katze. Schlag mich in zwei. Die Geschichte endet immer so. Du liebst deine Mutter mehr. Es ist zu ihrem Besten. Ja. Tavi dachte nach. Ja, ich liebe meine Mutter am meisten. Aber dich habe ich auch lieb. Ich will dich nicht kaputt machen. Auch nicht für meine Mutter. Dann muss ich tun, was zu tun ist, sagte die Katze. Sie stand auf, wedelte mit dem Schwanz und bevor Tavi etwas tun konnte, sprang sie. Aber nicht wie früher in seine Arme, sondern auf die Feuerstelle. Und sie zersprang in zwei Teile. Von dem Lärm aufgeschreckt, kam seine Mutter herbeigeeilt. Was ist passiert? Rief sie. O Tavi, die weiße Porzellankatze. Sie ist gesprungen, schluchzte Tavi. Sie wollte, dass ich sie in zwei schlage, aber ich wollte nicht. Red keinen Unsinn, sagte sie traurig. Das macht die Sache nicht besser. Sammle lieber die Scherben auf. Es sind nur zwei Teile, sagte Tavi. Kannst du sie nicht wieder heil machen? Sieh nur, sagte die Mutter und hielt die beiden Teile vor die Kerze. Sie war schon einmal zerbrochen und wurde wieder repariert. Ich weiß, sagte Tavi noch immer schluchzend. Meine arme weiße Katze. Weinen macht sie auch nicht wieder heil, sagte die Mutter sanft. Schau, da liegt ja noch ein Stück. Tavi bückte sich. Das gehört nicht zur Katze, sagte er und hob ein verblichenes Stück Pergament an einem Schlüssel auf. Die Mutter hielt es ins Kerzenlicht und las. Schlüssel zum Schloss hinter der Kaminverkleidung im weißen Salon. Tavi, woher kommt das nur? Aus meiner weißen Katze vermutlich, sagte Tavi und hörte auf zu weinen. Wollen wir nicht nachsehen, was hinter der Kaminverkleidung ist? Bitte, Mutter. Verdient hast du es ja nicht, begann sie. Sagte dann aber, na gut, zieh deinen Morgenmantel an. Sie gingen durch die Galerie hinunter in den weißen Salon. In der Wand vor dem alten Kamin war aber kein Schloss zu sehen, da alles weiß angestrichen worden war. Die Mutter ließ ihre Finger über die Wand gleiten und fühlte plötzlich etwas Rundes. Sie stocherte mit einer Schere darin herum. Ich glaube nicht, dass da ein Schlüsselloch ist, sagte sie. Aber es war doch eines und der Schlüssel passte. Eine Tür ging auf
und dahinter kam ein kleiner Schrank zum Vorschein. Darin lagen alte Stickereien, Schmuck und Silber, Geldscheine und staubige Papiere. Die Mutter lachte und weinte vor Freude. »Otavi, deshalb sollte die Katze so sorgsam behütet werden.« Sie erklärte ihm, dass einer ihrer Vorfahren vor 150 Jahren in den Krieg gegangen war und seiner Tochter eingeschärft hatte, besonders gut auf die Porzellankatze zu achten. »Ich werde dir später erklären, warum«, sagte er zum Abschied. Aber er kehrte nicht heim, und sie erfuhr es nie. Doch die Katze behielt sie. »Und jetzt hat sie uns gerettet«, sagte die Mutter. »Wir können in unserem Haus bleiben, und ich glaube, uns gehören noch zwei weitere Häuser.« Die Porzellankatze wurde repariert, und weil sie das Haus gerettet hatte, bekam sie einen Ehrenplatz in einer Glasvitrine im Salon. »Jetzt glaubt ihr bestimmt, das ist alles Unsinn und frei erfunden.« Doch wenn es so wäre, warum lag dann Tavis weiße Katze am nächsten Abend auf seinem Kopfkissen und schlief? Genau die lebendige Katze, in die sie sich jeden Abend verwandelt hatte? Vielleicht denkt ihr, dass sich rein zufällig ein weißer Streuner in Tavis Zimmer verirrt hatte. Aber Tavi wusste es besser. Es war das gleiche sanfte Schnurren wie bei der Zauberkatze. Nur sprechen konnte sie nicht. Doch Tavi konnte es und er sprach mit ihr. Der eigentliche Beweis war, dass ihr beide Ohrenspitzen fehlten, genau wie der Porzellankatze. Wenn ihr meint, dass sie diese im Kampf verloren hatte, so mag das stimmen. Aber dann könnt ihr auch ziemlich sicher sein, dass euch solche magischen Geschichten nie passieren werden.